Hi, wir sind Sophia und Damian und momentan bauen wir unseren Fiat Ducato L4 H2 zu einem Van aus. Vor ein paar Wochen hatten wir euch bereits gezeigt, wie unser Van aussah, als wir ihn im November gekauft hatten. Eben wie ein klassischer Kastenwagen. Und da kann man wirklich kaum glauben, dass daraus mal ein wohnlicher Van werden soll. Nun ist seit dem letzten Mal schon einiges Neues passiert. Bevor ich euch das allerdings zeige, will ich euch ganz kurz nochmal zeigen, wie der Van planmäßig aussehen soll in hoffentlich vielleicht so ein, zwei Monaten. Geplant ist ein Van im Boho Beach House Look. Das Layout soll relativ offen gestaltet werden und das Bett kann tagsüber als Sitzecke genutzt werden und dann letztendlich zur Nacht dann wieder zum Bett umgestellt werden. Wir haben einen abgetrennten Bereich zum Fahrerraum und dementsprechend eine Küche in L-Form. In dem gegenüberliegenden Arbeitsbereich befindet sich dann einmal unser WC und auch die versteckte Dusche. Ausgelegt werden soll der ganze Ausbau auf ein Homeoffice, auf Rädern und vor allen Dingen soll es zusätzlich auch in Zukunft perfekt für unsere Estelmar-Tour sein. Jetzt wisst ihr, wie unser Van planmäßig aussehen soll. Wir haben aber natürlich, bevor wir euch dieses Update hier abdrehen, davor noch ein bisschen was gemacht und deswegen gibt es an dieser Stelle noch mal so eine kleine Zusammenfassung davon. Seit dem Kauf haben wir alles einmal demontiert, unseren ganzen Van einmal gedämmt, den Boden vorbereitet und alle unsere Fenster eingebaut. Des Weiteren haben die ersten Unterkonstruktionen ihren Platz gefunden und auch der Wassertank wurde von uns schon einmal platziert. Wenn man das irgendwie so kurz zusammenfasst, dann klingt es irgendwie gar nicht so viel, aber es stecken tatsächlich so ein paar Wochen drin, ein paar Monate und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Arbeit in der Recherche. Apropos wochenlange Recherche, wir schreiben hier momentan ein Buch zum Thema Van-Ausbau, welches im Oktober erscheinen wird. Und mit diesem Buch werdet ihr euch auf jeden Fall die stundenlange und wochenlange Recherche zum größten Teil sparen können. Jetzt aber einmal zurück zum Van und vor allen Dingen, was in den letzten Wochen so passiert ist. Ich werde euch so eine Zusammenfassung geben, was wir gemacht haben. Was ich euch schon mal verraten kann, ist, dass wir auf jeden Fall schon mal so langsam weg von diesem Rohbauzustand kommen und uns in die Richtung bewegen, die ersten Möbel einziehen zu lassen. Ich hoffe, dass der Ton nicht allzu windig ist. Wir haben nämlich heute wunderbares Wetter, so einen ganz leichten Wind, aber in der Sonne ist es super angenehm warm. Ich bin jetzt eben gerade dabei, die ersten Holzkonstruktionen zu streichen, beziehungsweise es sind noch gar keine Konstruktionen, sondern einfach Platten, sei es zum einen Deckenverkleidung, Rückwände und wir haben uns dafür entschieden, farbtechnisch so ein bisschen eine kleine Mischung anzugehen. Es soll weiß werden, weil wir dadurch einfach später am meisten Spielraum haben werden. Zum einen werden wir allerdings mit einer ganz normalen Holzlackierung, also mit einer Lackierung arbeiten. Zum anderen werden wir aber auch mit ganz klassischer Wandfarbe arbeiten. Und unabhängig davon, ob man letztendlich Lackierung oder Wandfarbe verwendet, muss man das Holz auf jeden Fall optimal darauf vorbereiten. Das heißt, auch wenn ihr zu Hause irgendwie kleinere Projekte habt, irgendwie, wo ihr mit Holz arbeitet und sowas, dann ist Grundierung super, super wichtig und auch grundsätzlich auch an der Wand. Also Grundierung immer benutzen, wenn man will, dass die Farbe langlebig hält und auch nicht irgendwie später irgendwann mal abblättert. Das heißt, das Erste, was bei dem Holz gemacht wird, ist einmal komplett schleifen. Wir haben uns einfach eine Schleifmaschine besorgt. Die Teile sind auch gar nicht so teuer. Ihr kriegt sie schon so für 30, 40 Euro. Nicht akkubetrieben. Danach wird dann einmal die Grundierung draufgerollt und da später hier Wandfarbe drauf kommt, wird es später erst innen drin gemacht. Bei ein paar anderen Dingen werde ich das schon bereits vorab lackieren. Einer der ersten Holzverkleidungen war bei uns tatsächlich die Decke. Sie musste natürlich zum einen vorbereitet werden und des Weiteren auch noch ein paar Ausschnitte bekommen und passend dazu auch noch verkabelt werden. Darauf folgte dann der erste Teil unserer Trennwand zur Fahrerkabine, die wir ebenfalls zwischen den einzelnen Holzverkleidungen gedämmt haben. Ihr werdet merken, dass ziemlich viele Arbeiten mittlerweile ineinander greifen. Das heißt, wenn man eine Sache anfängt, muss man dann schon mit 10 Trilliarden anderen Dingen anfangen, damit das alles irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Wir fangen allerdings an dieser Stelle erstmal mit dem Boden an. Wir haben uns für ein Klebevinyl entschieden. Das war letztendlich für uns einfach der beste Kompromiss von all den Dingen, die wir uns gewünscht haben. Thank you.
den letzten Wochen haben wir uns ebenfalls um die Außenanlage gekümmert. Beispielsweise vielleicht eine Leiter, falls ihr eine haben wollt, oder Dachträger oder auch eine Markise. Es ist letztendlich relativ wurscht, wenn ihr das während dem Ausbau plant, außer ihr plant eure Solaranlage an die Dachträger zu befestigen. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr die Dachträger fertig habt, bevor ihr eure Solaranlage montiert. Aber wir zeigen euch am besten mal, was wir letztendlich außerhalb unseres Vans bisher montiert haben. Frischwassertank ist ja schon drin, ne? Irgendwo muss das Wasser aber auch hin und es ist ein totales No-Go, das Wasser einfach rauszulassen. Also beim Duschen, Spülen oder woanders, wo überall Abwasser entsteht. Deswegen fangen wir unser Abwasser unter dem Auto in diesem Abwassertank auf. Wir haben bei dem Abwassertank auch die Möglichkeit, den gegebenenfalls zu reinigen über Wartungsklappen. Und über Zugänge, die wir uns schaffen, können wir unser Duschwasser und unser Spülwasser in den Tank lassen und gegebenenfalls an Orten, wo es dann okay ist. Also es gibt extra für Campingplätze Abwasser, Ablassstellen. Dort können wir dann unser Abwasser rauslassen. Im ausgelieferten Zustand sind noch keine Öffnungen in dem Sinne da, aber alle vorbereitet. Also hier wird später unser Abwasser, wenn er dann so unten liegt, können wir es dann ablaufen lassen. Da mache ich ein Ventil dran. Hier oben lasse ich das Abwasser reinlaufen. Dafür baue ich hier gerade mal, bin ich richtig vorne? Ja. Die Öffnung, ja. Ist richtig, habe ich gerade nochmal geguckt. Die Sonne strahlt, es wird Stück für Stück wärmer und wir kümmern uns jetzt um die ersten Verkleidungen. Die meisten Sachen greifen jetzt tatsächlich nämlich alle ineinander. Sei es irgendwie die Verkabelung, sei es die ganzen restlichen Wassereinstellungen, naja okay, Sensoren, Zuflüsse und sowas, das haben wir eben gerade gemacht. Und jetzt müssen wir teilweise noch ein bisschen Restdämmung so zusammenkleben und dann können die ganzen Verkleidungen drauf. Und an diese Verkleidung können wir dann sozusagen unser ganzes Stromsetup, alles was fest verankert werden muss, verbauen. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal Stück für Stück erstmal mit der Verkleidung an. In der Wand- und Deckenverkleidung startet jetzt auch der Möbelbau, weil teilweise verschiedene Elemente aneinander verankert sind und wir uns so auf jeden Fall sicher gehen können, dass wir unsere Möbel letztendlich auch an den Unterkonstruktionen befestigen. Der nächste Tag ist vorbei, wir sind um einiges weitergekommen. Man kann noch nicht so ganz definieren, was wie wo genau, aber ich glaube, man sieht so langsam, in welche Richtung es gehen kann. Also wir sind da auf jeden Fall ganz stolz drauf, dass es doch jetzt viel, viel zügiger geht, als wir erwartet haben. Da wir Sophia nach dem Kiten auch gut aufheizen wollen, also eine kleine Frostbeule ist, verbauen wir auch eine Standheizung. Die Standheizung kommt unter das Auto, weil wir drinnen den maximalen Platz brauchen für unser ganzes Equipment, wie gesagt, Kite-Stuff, Boards und Tische und keine Ahnung, was alles mit muss. Und da finden wir die Lösung unterm Auto einfach ideal. Hat auch einen riesen Vorteil, oder hoffen wir uns, dass es ein riesen Vorteil ist, dass man es akustisch auch kaum bemerkbar, also dass man es nicht merkt, dass die Standheizung läuft, sondern nur einen Luftstrom merkt. Wie sieht die denn eigentlich aus? Weil für mich sieht die aus wie so ein Wunderkerl. Ja, ist eine Blackbox, eine Heizbox. Also das hier ist die Standheizung an sich. Das hier drumherum ist nur der Montagesatz. Ich habe hier schon mal zwei Rohre dran gemacht, damit ich, wenn die dann später so unterm Fahrzeug montiert ist, meine Schläuche anschließen kann. Die Schläuche gehen dann ins Fahrzeug rein.
Jetzt gucken wir uns auch gleich mal an, wo die rausgucken. Komm mit. Okay. Da habe ich mich gestern Abend schon hier abgerackert. Also hier unten, Loch nach unten zum Fahrzeug. Dieser, ja, Luft. Was ist das? Ja. So ein Konverter von, naja, wie kann man sagen, von rund zu eckig. Weil genau. Die Luft am Sockel, oder? Genau, also Luft, ja, Ausblaser. Das wird dann unten reingesteckt. Die Luft geht dann unten aus dem Sockelbereich von der Küche in den Raum rein. Das gleiche verbaue ich dann nochmal ein zweites Mal, weil irgendwo muss die Luft ja auch herkommen. Also wir saugen Luft aus dem Raum durch die Heizung. Die heizt die Luft auf und bläst sie wieder raus. Warum nimmt man nicht die Luft von draußen? Ja, ganz einfach, der Raum ist zu. Wenn man hier Luft reinbläst, wie ein Luftballon, nein, passiert nicht, aber irgendwo muss die Luft ja auch raus. Und sonst haben wir ja hier drinnen einen Überdruck, auch unangenehm. Das würde dann durch die Dichtung oder die Türen dann klappern, rattern, irgendwo ist raus. Ist auch blöd, weil dann blasen wir wieder die warme Luft auch raus. So nehmen wir uns die leicht aufgewärmte Luft wieder durch die Heizung rein und können unseren inneren Luftstrom aufwärmen. Das hier ist unser Kommunikationskabel nach drinnen, mit dem wir dann die Temperatur einstellen können, wie warm es drinnen werden soll und die ganze Regelung. Dann hat sie einmal eine Luftansaugung für die Verbrennung und Abgase. Also hier Luft angesaugt, Diesel angesaugt, verbrennt, Abgase wieder raus. Das passiert alles draußen. Muss ich das Diesel reinkippen oder kommt das aus dem Tank? Nein, Diesel wird mit einer Leitung direkt aus dem Tank gezogen. Das heißt, wir haben keinen externen Tank, den wir befüllen müssen. Wir haben, solange wir Diesel vorne drin haben im Auto, können wir dann auch heizen. Wir werden es auch so verbauen, dass das Rohr, wo es raussaugt, nicht ganz nach unten in den Tank geht, weil sonst könnte die Dieselheizung ja unser Tank leer saugen. Und dann können wir nicht weiterfahren. Sondern so, dass immer auf jeden Fall im Tank was übrig bleibt und die Dieselheizung dann früher aussteigt, aber immer noch genug Diesel da ist und fürs Auto, damit es weiterfahren kann. Hier unten habe ich schon mal ohne euch Nietmuttern platziert. 4 Stück. Und mir diese geile Konstruktion hier mit den Winkeln gebaut. Und so. Also trotzdem alles extrem eng unterm Auto. Standheizung, Abwassertank, Frischwassertank, Möbelbau, Wandverkleidung. Es ist ja schon einiges in diesem Van drin. Das Größte ist fast geschafft und so langsam wird es wohnlicher. Wäre denn nicht vielleicht so dieses kleine Problem, dass wir irgendwie noch gar keinen Strom haben und alle Kabel noch hier durcheinander rumliegen? Etwas, worauf wir auf jeden Fall enorm Lust haben, uns zu kümmern. Und im nächsten Video werdet ihr sehen, wie wir uns um das ganze Stromsetup kümmern und vor allen Dingen auch den Küchenbau und den weiteren Möbelbau weiter in Angriff nehmen. Wir sind wirklich super gespannt, was ihr zu unserem bisherigen Ausbau sagt, schreibt es uns doch sehr gerne unten in die Kommentare und falls ihr Fragen habt, dürft ihr uns super gerne damit durchlöchern. Wir sind sehr bereit, euch alles Mögliche zu beantworten. Falls ihr nichts Aktuelles verpassen wollt, dann schaut sehr gerne auf dem Instagram-Account von Vanlife Del Mar vorbei. Den lasse ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Oder falls ihr schon ein paar detailliertere Einblicke zu dem Ausbau explizit haben wollt, falls ihr vielleicht momentan auch selbst einen Van ausbaut, dann schaut sehr gerne auf unserem Blog vorbei, vanlifedelmar.de. Das klang jetzt wieder Werbung. Aber wenn wir schon bei Werbung sind, dann mache ich an dieser Stelle doch einfach mal Werbung für unser allererstes Van-Ausbau-Video. Das verlinke ich euch sehr gerne einmal hier oben. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wir sind sehr gespannt auf die weiteren Ausbau-Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!